Ja, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltungsreihe über Leben, Schreiben, Narrative zu Krise und Zukunft, Begegnungen mit deutschsprachigen Autorinnen und Autoren. Die Veranstaltungsreihe ist entstanden in Kooperation von verschiedenen Goethe-Instituten aus Argentinien, Brasilien, Chile, Peru, Venezuela, dem Goethe-Zentrum Paraguay sowie zahlreichen DAD-Lektorinnen und Lektoren in ganz Lateinamerika. Ich selbst bin DAD-Lektorin in Buenos Aires. Mein Name ist Vanti Micara. Und zunächst möchte ich Ihnen kurz vorstellen, was es mit dieser Veranstaltungsreihe auf sich hat. Die weltweite Corona-Pandemie ist für uns alle zurzeit eine neue, unerwartete Situation. Es ist eine Zeit für viele der Veränderungen des alltäglichen Lebens und viele denken auch darüber nach, wie sie ihr Leben ab jetzt gestalten möchten. Hier in Lateinamerika sind wir noch sehr von den Ausgangssperren betroffen, sodass wir immer noch sozusagen zu Hause sind und innehalten und darüber reflektieren, wie soll das Leben aussehen? Ja, wie möchten wir die Zukunft gestalten? Es besteht die Hoffnung, dass wir darüber mal nachdenken und neue Lösungen finden dafür, wie wir gesellschaftliche, politische und ökonomische Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte neu ausrichten können. Wie soll die neue Arbeitswelt aussehen? Wie unsere Sozial- und Gesundheitssysteme? Wie gehen wir mit Digitalisierung, mit Globalisierung, mit der allgegenwärtigen Klimakrise um? In diesen Zeiten des Umbruchs und der vielen Fragen und Ängste und Fragestellung von Lebenskonzepten ist gerade Literatur aus dem Bereich der Science Fiction ein Bereich, der uns sehr viele Antworten liefern kann. Denn diese Gefühle der Unwirklichkeit werden sehr gut dort reflektiert. Dysotopien kreieren Zukunftsszenarien und weisen möglicherweise auch Gefahren und Fehlentwicklungen der aktuellen Gegenwart hin. Die Veranstaltungsreihe Überleben, Schreiben, Narrative zu Krise und Zukunft lädt an 9 Samstagen zwischen August und Dezember deutschsprachige Autorinnen und Autoren ein, die sich mit persönlichen oder auch gesellschaftlichen Krisen und Zukunftsszenarien beschäftigt haben, um diese vorzustellen, daraus zu lesen und mit Ihnen, liebes Publikum, in das Gespräch zu treten. Die Begegnungen mit den Autorinnen werden aufgezeichnet. Sie finden in deutscher Sprache statt und stehen im Nachgang dann auf dem YouTube-Kanal des Goethe-Instituts zur Verfügung. Jetzt hatten wir gesagt, es ist eine Veranstaltungsreihe, die mit vielen verschiedenen Standorten zusammengearbeitet hat. Und liebes Publikum, ihr seid auch aus dem ganzen Kontinent oder vielleicht sogar der ganzen Welt. Könntet ihr vielleicht mal als, ja, für uns interessant in den Chat schreiben, woher sie kommen oder woher ihr kommt? Vielleicht einfach kurz die Stadt und das Land. Da haben wir Chile, Santiago, Lima, Peru, Rio, Buenos Aires, Sao Paulo. Wow, das geht so schnell. Rio, Paraguay, aus Rabat, Marokko. Wow, okay, Hamburg. Buenos Aires, La Paz, Bolivien. Aha. Okay, Mexiko, Mendoza, Argentinien, Bariloche. Ja, Wahnsinn. Okay, liebes Publikum, ihr habt jetzt gleich, wenn wir unsere tolle Autorin vorgestellt haben und einige Zeilen aus ihrem Buch gehört haben, auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Fragen bitte in den Chat. Die sollten vorzugsweise auf Deutsch gestellt werden. Sie können aber auch auf Portugiesisch oder Spanisch ihre Fragen stellen, denn wir haben ein mehrsprachiges Chat-Moderatorinnen-Team, die diese Fragen dann auswählen kann. Wir versuchen, möglichst viele Fragen zu beantworten. Wenn Sie Ihre Frage persönlich stellen möchten und dann sozusagen auch per Video und Audio bei uns eingeschaltet werden möchten, schreiben Sie hinter Ihre Frage in Klammern ein P. P für persönlich. Und dann kommen Sie hier zu uns in den sogenannten Raum. Ansonsten werden die Fragen von meiner Chat-Co-Moderatorin Ulla Wester gesichtet und am Ende der Veranstaltung vorgelesen. Ulla, könntest du dich kurz mal einschalten, damit wir dich auch kurz gesehen haben? Hallo.
Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Und wir können noch nicht versprechen, ob das Ulla, mit dem wir hören dein Audio noch nicht, aber das wird dann bei der Fragerunde sicherlich. Ihr hört mein Audio nicht, es sollte eigentlich funktionieren. Okay. Okay. Es wird bei der Fragerunde auf jeden Fall klappen. Doch, wir hören dich, Ulla. Ach so, die anderen hören sie. Okay, alles klar, das ist das Wichtigste. Jetzt kommen wir aber zu unserem Gast, zu Julia von Lukadu. Frau von Lukadu, Sie sitzen momentan auf der anderen Seite der Erde. Erzählen Sie mal, wo sind Sie, wie geht es Ihnen und ja, wie kommen Sie durch die Corona-Zeit im Moment? Ja, ich traue mich kaum zu sagen, welches Privileg ich hier innehabe. Ich bin nämlich in der Schweiz in einem sogenannten Baumhaus. Das ist in der Jan Michalski Foundation. Das ist ein Stipendium für Schriftsteller und Schriftstellerinnen, wo man in so einer kleinen Cabin im Nichts, in der wunderschönen Schweizer Landschaft an seinen Projekten arbeiten darf. Und deswegen bin ich, glaube ich, die Einzige, der es in dieser Corona-Krise gut geht, weil ich muss noch nicht meine Maske tragen. Also und ich darf mich frei bewegen, weil es hier nur Wald und Füchse und Hirsche gibt. aber es ist, glaube ich, eine Ausnahmesituation im positiven Sinne hier, ja. Ja, aber Hauptsache es geht Ihnen gut. Das freut uns sehr zu hören. Wir freuen uns sehr, dass Sie jetzt unser erster Gast sind bei der Veranstaltungsreihe Überleben Schreiben, Narrative zur Krise und Zukunft. Ich stelle Sie kurz vor, und zwar Sie sind eine sehr junge Autorin. Sie sind 82 in Heidelberg geboren. Ja, doch, ich glaube, eine der jüngsten bei uns in der Reihe. Und Sie kommen eigentlich aus der Filmwissenschaft und haben auch lange beim Fernsehen gearbeitet und als Regieassistentin und haben an unglaublich vielen verschiedenen Orten gelebt. In Köln, in Bonn, in der Schweiz jetzt, in New York. Und da wollte ich mal wissen, wie ist es dazu gekommen, dass Sie so viel unterwegs waren oder sind immer noch? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich hatte schon früh so eine ganz große Sehnsucht, irgendwie meinen Horizont zu erweitern. Ich komme aus Süddeutschland und das ist ja bekannt dafür, ein bisschen kleingeistig zu sein. Und so habe ich habe mich dort einfach so ein bisschen eingeschlossen gefühlt und beschränkt irgendwie. Und ich glaube, dass so ein bisschen die Atmosphäre des Buches, also dieser Totalkontrolle und diesem Wunsch nach großer, großer Sicherheit, kommt vielleicht auch aus meinen Wurzeln in Süddeutschland, wo die Menschen zum Teil, ich möchte jetzt nicht generalisieren, eben sehr stark irgendwie auf Sicherheit und Kontrolle achten. Und das war was, womit ich mich nicht so identifizieren konnte. Und deswegen habe ich immer irgendwie das Weite gesucht oder die Weite und wollte andere Menschen kennenlernen. Und wo immer ich hinkam, hat mich das so begeistert, dass ich dann wieder woanders hingehen wollte. Und dass ich dann irgendwann zurück nach Deutschland gekommen bin, war aber auch irgendwie schön, dass ich dann auch Deutschland nochmal mit anderen Augen sehen konnte, also mit positiveren Augen und ganz viel auch wahrgenommen habe, was sehr gut läuft und worüber ich sehr froh bin. Und auch die deutsche Sprache ist ja mein Medium, mein Vehikel. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich irgendwie so viel mitbringen konnte dann durch die Auslandsaufenthalte. Und das Studium hat sich eben geeignet, um so an verschiedenen Unis dann so Auslandssemester zu machen und so ein bisschen durch die Gegend zu reisen. Und dann, als ich in den Arbeitsalltag eingestiegen bin, bin ich dann eben auch, habe ich gedacht, ich wollte schon immer mal in Vancouver leben, in Kanada. Und das war so meine Traumstadt. Und dann war ich dort und dann ging das so weiter, ja. Und so vom einen Ort zum anderen. Genau. Sie haben das Buch schon angesprochen, darüber müssen wir natürlich jetzt auch sprechen. Das ist ja unser zentraler Gegenstand heute. Und zwar der Debütroman Die Hochhaussprengerin, 2018 im Hansa Verlag erschienen. Damit haben Sie sehr viel Erfolg gehabt. Sie wurden auch für mehrere Preise nominiert, unter anderem den Schweizer Buchpreis. Und in diesem Buch geht es um eine Welt, eine künstliche Welt. Man weiß nicht, ist es in der Zukunft oder ist es ein Paralleluniversum? Eine andere Welt, die unsere, die aber sehr viele Tendenzen aufweist, die wir heute auch in der Gegenwart haben. Es geht darum, dass die Menschen in den sogenannten Peripherien geboren werden, und zwar auch nicht mehr von biologischen Eltern, sondern auf einem anderen Mechanismus, und als Kinder dann in sogenannten Casting-Shows teilnehmen, um je nach Talent
je nach Entdeckung dann sich einen Platz in der großen Stadt, in der Metropole zu erarbeiten. Man wird nur noch gemessen an seiner Leistung, an seiner Optimierung. Und ja, je erfolgreicher man wird, desto höher kommt man sozusagen auf der gesellschaftlichen Leiter. Die Menschen leben in Hochhäusern, es ist alles sehr steril, es ist überwacht. Die Menschen tragen alle Fitness-Tracker, es geht nur noch um Arbeit. Der Arbeitgeber kann genau kontrollieren, auf welchem Konzentrationsniveau man gerade ist. Überall sind Kameras installiert und in dieser Welt lebt auch Riva, die titelgebende Hochhausspringerin. Riva ist sozusagen Leistungssportlerin des Leistungssports Hochhausspringen. Das bedeutet, die Leute springen von Hochhäusern. Was genau ist das für eine Sportart, um die es da geht? Ja, das ist so eine erfundene Sportart, die existiert noch nicht. Aber es ist ein bisschen eine Kombination aus zwei Elementen, die es schon gibt. Und zwar einmal dem Basejumping, wo man eben, das ist ja teilweise schon von Hochhäusern, in so einem Wingsuit entweder einem Berg oder einem Hochhaus springt, was ja ein sehr gefährlicher Extremsport ist. Und ich fand das schon immer sehr faszinierend, dass Menschen, oft ja sehr junge Menschen, da so ganz gezielt ihr Leben aufs Spiel setzen. Und was sind da so die Motivationen dahinter? So psychologisch hat mich einfach interessiert, so dem Tode ins Auge sehen oder geht es irgendwie um den Adrenalinschock? Und das Zweite, was ich so ein bisschen damit kombiniert habe, ist das Turmspringen, also wo man so in Schwimmbecken springt. Das war auch was ich schon immer ganz spannend und faszinierend fand, weil das so sehr elegant ist. Man springt synchron, also man muss ganz stark den Körper kontrollieren in bestimmte Formen, in diese wunderschönen Figuren innerhalb kürzester Zeit, ne? Muss man diese Umdrehungen schaffen. Und die Kombination von extremer Körperkontrolle, Eleganz, also auch ästhetischer Schönheit und der Konfrontation mit dem Tod, das fand ich so thematisch oder motivisch irgendwie wahnsinnig symbolisch für die Welt, die ich beschreibe. Weil es ganz stark darum geht, dass man eben nicht nur sich als Arbeitstier irgendwie optimiert und so produktiv wie möglich ist. Und es geht nicht nur um diese Leistung in dem Bereich, sondern eben auch die körperliche Optimierung. Also man strebt danach, so perfekt wie möglich zu sein. Die Muskeln müssen perfekt sein, das Gewicht muss perfekt sein. Man muss immer irgendwie die richtigen Vitaminlevel haben. Gleichzeitig gibt es auch eine riesige Angst vor dem Tod und gleichzeitig aber auch so diese Verherrlichung des perfekten, nicht tot zu kriegenden Körpers. Ne? Also man hat diese Galionsfigur, Riva ist eine junge Frau, sie strotzt nur so vor Energie und sie verkörpert so diesen Traum vom ewigen Leben im Prinzip. Also sie ist wie eine Maschine, sie funktioniert so perfekt, dass sie eigentlich nicht sterben kann. Und das sind so die Themen, die da für mich drinstecken und weshalb ich so mir diesen Sport ausgedacht habe. Genau, und die Welt, die Sie jetzt da auch schon ein bisschen näher beschrieben haben, es ist ja kein Wunder, dass man in so einer Welt vielleicht auch mal irgendwann nicht mehr teilhaben möchte oder nicht mehr kann. Also es ist so, dass Ausgangspunkt des Buches so ist, dass diese Leistungssportlerin Riva, die wahnsinnig viele Fans hat und viele Sponsoren und eigentlich immer für die Kamera perfekt funktioniert, plötzlich irgendwie aussteigt. Ja, und keiner weiß genau, warum sie nicht mehr zu den Pressekonferenzen, nicht mehr zum Training erscheint. Sie sitzt zu Hause auf dem Fußboden. Warum weiß man das? Weil überall in ihrer Wohnung Kameras installiert sind. Und sie wird sozusagen überwacht, permanent, von der zweiten Hauptfigur, von Hitomi, das ist eine Wirtschaftspsychologin, die sozusagen darauf angesetzt wurde, Riva wieder fit zu machen, Riva wieder dazu zu bringen, den Sponsoren, den Trainer und alle Fans glücklich zu machen und weiter sozusagen diese Extremsportart Hochhausspringen. Ist auch so, dass man sozusagen vom Hochhaus fällt und dann kurz vorm Aufprall nach oben schießt in so einem sogenannten Flight Suit. Genauer werden wir jetzt auch mal hören, wie sich so ein Sprung anfühlt mit ihrem ersten Leseblock. Da lesen Sie aus dem Prolog, wo wir sozusagen auf die Stadt zufliegen, den Schauplatz. Und ich wünsche allen jetzt viel Freude. Ich schalte mich aus und lasse Ihnen die Lesebühne.
Ja, ich wollte nur noch einmal sagen, dass ich mich sehr freue, hier zu sein. Das ist meine allererste Zoom-Lesung. Und ich finde es sehr schade, dass ich die Zuschauer nicht sehen kann. Aber ich winke einfach mal und vielleicht haben wir ja hinterher irgendwie die Möglichkeit, noch zu sprechen. Genau. Kommen Sie dann auf jeden Fall, schreiben Sie ein P hinter Ihre Frage für persönlich, damit Sie auch dann bei uns persönlich sozusagen in den Leseraum kommen und direkt mit Frau von Lukadu sprechen können. Genau. Also ich fange ganz vorne an. Stellen Sie sich die Welt vor. Stellen Sie sich die Erdkugel vor, wie sie im Weltraum schwebt. Aus Ihrer Sicht ist die Welt rund und glatt. Genießen Sie diese Gleichmäßigkeit. Stellen Sie sich vor, dass sie nur für Sie existiert. Schließen Sie für einen Moment die Augen. Atmen Sie tief ein und aus. Und wenn Sie die Augen nach einigen Sekunden wieder öffnen, betrachten Sie die Erde noch einmal ganz neu. Zoomen Sie nun ein wenig näher heran. Sie können Fehler in der Gleichmäßigkeit der Erdoberfläche erkennen, Erhebungen und Senken. Sie bilden ein weiches, wellenförmiges Relief. Die Wechsel von Rot zu Blau zu Braun ergeben ein meliertes Muster. Wenn Sie sich noch weiter nähern, hebt sich aus diesem erdfarbenen Muster ein silberner Fleck ab. Was Sie hier sehen, noch von Weitem, aber sich stetig nähern, ist eine Stadt. Sie glänzt, denn sie ist aus Stahl und Glas erbaut, das können Sie nun sehen. Die Stadt liegt unter Ihnen wie ein Geheimnis, das aufgedeckt werden möchte. Zoomen Sie also ruhig weiter heran. Haben Sie keine Scheu, er steht Ihnen zu, dieser Blick. Es beruhigt Sie zu sehen, dass auch die Stadt einer Gleichmäßigkeit gehorcht. Ihre Gebäude folgen einem architektonischen Stil und sind geometrisch angeordnet in Rechtecken oder sternförmigen Formationen. Die beinahe filigran wirkenden Hochhäuser recken sich nebeneinander in den Himmel und sind nicht voneinander zu unterscheiden. Die Stadt breitet sich nun unter ihnen aus, ein schier unendliches Meer. Und doch hat sie ein Ende, einen Rand, dort hinten, wo Wolken aus Staub und Abgasen in den Himmel steigen. Muss das sein, denken sie, dass die schöne Stadt mit dem Anblick von Dreck entstellt wird? Warum muss sie überhaupt irgendwo aufhören? Aber können Sie sich das Meer ohne den Strand denken oder die Klippe oder den Pier? Nein, ohne die Peripherien, ohne ihr abstoßendes Außen wäre die Stadt, wie sie jetzt gerade im orangen Nachmittagslicht schimmert, nur halb so schön. Konzentrieren Sie sich auf das Zentrum der Stadt. Einer der Wolkenkratzer überragt die anderen um mehrere Dutzend Stockwerke. Um das Gebäude herum gibt es eine farbliche Abweichung, die zunächst wie ein Bildfehler wirkt, dann aber beim Heranzoomen sich als Materie entpuppt, beweglich, lebendig. Sie erkennen zwischen den Häusern eine wimmelnde Ansammlung, dicht gedrängte Köpfe, eine Menschenmenge. Sie vibriert. Die Köpfe bewegen sich und dann sehen sie, worauf die Menge dort unten wartet. Auf dem Dach des aufragenden Gebäudes befindet sich ein glitzerndes Ding. In der Nahaufnahme erkennen Sie, dass es sich dabei um eine Frau in einem silbrigen Anzug handelt. Es ist ein Fleißsud, der sich ihren Körperformen anpasst und sie beinahe nackt aussehen lässt. Jede Wölbung ihres wohltrainierten Körpers ist erkennbar. Betrachten Sie das Gesicht der Frau. Was für ein Gesicht, denken Sie. So symmetrisch, als habe man nur eine Gesichtshälfte erschaffen und diese dann gespiegelt. Es ist ein junges Gesicht. Die Frau ist vielleicht 20 Jahre alt, schätzen Sie. Auf dem Höhepunkt ihrer Schönheit, der Körper gespannt, die Augen weit geöffnet. Sehen Sie sich diese Augen genau an. Sie werden keinen Makel entdecken, keine Rötung, keine Trübung der Iris oder ungleiche Pupillendiameter. Stattdessen scharfer Fokus, Konzentration. Was Sie sehen, ist eine Leistungssportlerin bei der Arbeit. Jeder Muskel dieser Frau ist unter Kontrolle. Wenn Sie sie bitten würden, das Gefühl in ihrem rechten großen Zeh zu beschreiben, könnte sie dies sehr präzise tun. In diesem Moment geht ein Ruck durch ihren Körper. Sie bewegt sich zum Rand des Daches. Es ist soweit. Vielleicht möchten Sie sich nun wieder ein wenig entfernen, aus der Detailaufnahme heraus und den Blick öffnen auf das, was unter ihr liegt. Die Schneise zwischen den Gebäuden, die 1000 Meter in die Tiefe führt, 1000 Höhenmeter genau, so ist es in den Richtlinien des globalen Komitees für High-Rise-Diving festgelegt. Als die Frau an den äußersten Rand des Flachdachs tritt, halten die Zuschauer den Atem an.
In ihrem Fleißsud glitzert sie überirdisch, die Menschen am Boden wie in den Zuschauerboxen des Gebäudes gegenüber bis hinauf zur Skybox recken ihr die Arme entgegen. Was sie erleben, ist körpergewordene Euphorie, die zwischen den Häusern pulsiert. Schließen Sie die Augen, lassen Sie sich anstecken, spüren Sie in sich hinein bis in die Fingerspitzen, spüren Sie das Pochen Ihres Herzens, wie es sich in Ihrem Körper ausbreitet. Wenn sie die Augen öffnen, stürzt sich die Frau vom Hochhausdach kopfüber in die Tiefe. Im ersten Moment empfinden sie Schrecken. Ihr Körper krampft sich zusammen, als ob er mit der Frau in die Tiefe fällt. Doch dann sehen sie die Springerin wie einen Vogel im Flug. Sie spüren ihre absolute Sicherheit, dass sie den Sturz auffangen wird. Sie folgen dem fallenden Körper, bleiben dicht bei ihm und sehen, wie er sich in vollkommener Präzision um sich selbst dreht, zuerst horizontal, dann vertikal, sich zu einer Kugel krümmt und wieder streckt, in Sekundenbruchteilen. Im nächsten Moment füllt der Boden ihren Blick, ihnen stockt der Atem, sie rast auf ihn zu und droht aufzuschlagen. Der sonnenheiße Asphalt scheint schon spürbar, als ihr Körper plötzlich steil nach oben schießt. Emporgehoben vom Flugmodus des Fleißsud, ausgelöst im letzten möglichen Moment, Sekundenbruchteile vor dem Aufprall. Und sie hören, wie den offenen Mündern der Menschen die Luft entströmt, ein kollektives Ausatmen. Die Menge applaudiert. Die Springerin schießt als Pfeil in den Himmel. Im Flug lächelt sie, die Schwerelose, in die Kameras. Stellen Sie sich das Gefühl vor, das diese Frau erleben muss. Das Fallen in die Tiefe im unerschütterlichen Vertrauen, dass sie wieder auffliegen werden, ohne Angst vor dem Aufprall, der Auslöschung. Sie genießen die Überwindung der Schwerkraft. Der Tod kann ihnen nichts mehr anhaben. Was für ein Gefühl, die Schwerelosigkeit. Was für ein erhabenes Gefühl. Nehmen Sie jetzt wieder Abstand. Zoomen Sie langsam hinaus, sachte, ohne Wackler, sodass die Bewegung dem Auge angenehm bleibt. Stellen Sie sich vor, dass sich der Körper zwischen den Häusern immer wieder hebt und senkt, auch als Sie ihn bereits nicht mehr als Körper erkennen können, als er nur noch ein Fleck ist in Bewegung und dann ein Punkt, der ein Pixelfehler sein könnte und dann gar nichts mehr, wenn Sie herauszoomen und die Erdkugel wieder im All schweben sehen, gleichmäßig und still. Stellen Sie sich den Körper in seiner Unendlichkeit vor, unsterblich. Sein Steigen und Fallen ununterbrochen, wie ein Atmen, wie ein Puls, und kosten Sie diesen Gedanken aus. Nehmen Sie Zuflucht bei ihm, schöpfen Sie aus ihm Vertrauen. Jetzt, in diesem Moment, da Sie sich langsam aus der Welt zurückziehen, gibt es keinen Tod, nur Leben. 1. So sehe ich Riva heute. Mit einem Plastikkreisel spielend wie ein Kind, die Beine abgespreizt, den Körper vorgebeugt. Ich höre das Kreiselgeräusch ihr Apartment ausfüllen, ein monotones Summen, dann fällt der Kreisel zur Seite. Ihre Hand greift nach ihm, ich sehe die Hand, höre Drehen, Summen, Stille, Drehen, Summen, Stille, in Endlosschleife. Ich frage mich, ob man ihr Spiel als Zwangshandlung beschreiben kann und wo sie das Spielzeug aufgetrieben hat. Vielleicht erlebt es ein Revival auf irgendeinem Lifestyle-Blog, ein Modeimpuls, der in ein paar Monaten wieder vergessen sein wird. Ich sehe Rivas lange, weiße, ausgestreckte Beine. Das Sommerkleid klebt ihr am Körper, ihre Brust glänzt vom Schweiß. Weigerung, die Klimaanlage anzustellen, notiere ich. Und in der Kommentarspalte Selbstkasteiung, Hinweis auf Schuldgefühle. Das Bild ist überbelichtet. Die Nachbarhäuser reflektieren Sonnenlicht durch die breiten Fensterflächen. Ich passe die Helligkeit des Monitors an. Das Kreiselgeräusch dröhnt mir in den Ohren. Ich spüre eine leichte Übelkeit und einen beginnenden Clusterkopfschmerz ums rechte Auge. Ich konzentriere mich auf meine Atmung, um eine Attacke zu verhindern. Ein und aus. Das Monitorbild verschwimmt vor meinen Augen, Eiswürfel klackern gegen den Rand meines Wasserglases. Ich halte es mir an die Stirn und lasse das Kondenswasser über die Nase herabrinnen. Die Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage, Hitze, kein Regen. Air Quality Index schlecht, Feinstaubbelastung hoch. Kondenswasser läuft mir ins Dekolleté. Ich setze das Glas ab, um Eiswürfel nachzufüllen und beginne das Spiel von vorne. Stirn, Nase, Mund, Brust.
Plötzlich ein schrilles Benachrichtigungspiepsen. Ich suche nach dem Tablet auf meinem Schreibtisch. Es blinkt stumm. Der Ton ist nicht mein Ton. Er kommt aus den Lautsprechern des Monitors, leicht übersteuert. Ich schwenke die Kamera von Riva weg in den Raum hinein, bis ich das Tablet auf ihrem Wohnzimmertisch entdecke. Riva reagiert nicht. Nach 20 Sekunden beginnt sie, den Ton nachzuahmen. Sie piept vor sich hin wie eine Maschine. Meine Schläfe pocht. Ich drehe den Lautstärkeregler herunter. Ihre Stresshormonwerte, hat Master gesagt, sind zu hoch. Sie müssen mehr auf sich achten. Meditation, Entspannungsübungen, bewusst atmen, Lärm vermeiden. Auf dem Monitor wird eine Türe aufgestoßen. Aston im Türrahmen. Er rennt zum Tablet und drückt auf den Touchscreen. Das Piepsen bricht ab. Meine Nackenmuskeln entspannen sich. Kannst du das verdammt nochmal selber ausmachen? Ich notiere Rivas abgewandte Körperhaltung, ihren Reflex, die Beine nahe an den Körper heranzuziehen. Schutzhaltung, schreibe ich. Und in die Recherchespalte Hinweis auf häusliche Gewalt? Bisher hat die Datenanalyse hierfür keine Anhaltspunkte geliefert. Aston stellt die Klimaanlage an. Am Fenster hebt er seine Kamera und blickt durchs Objektiv hinunter auf die Stadt. Seit Projektbeginn habe ich ihn in der Wohnung nicht ohne Kamera gesehen. Er trägt sie an einem Riemen um den Hals, sodass sie auf Bauchhöhe hervorsteht wie eine Geschwulst. Beim Fotografieren erscheint Aston am verletzlichsten, am meisten bei sich selbst. Der Moment so intim, dass es mir beinahe unangenehm ist, ihm dabei zuzusehen. Sein Mund angespannt hinter dem Apparat, während er fokussiert, halb geöffnet, dann das erleichterte Absinken der Mundwinkel nach dem Auslösen. In der Aufsicht betrachtet, franzt das Wohnzimmer zu seinen Rändern hin strahlenförmig aus. Aston hat Stellwände mit digitalen Fotorahmen rechtwinklig zur Wand aufgestellt, um den Platz bestmöglich auszunutzen. Ständig wechselnde Bilder wie Werbeschleifen auf einem Taximonitor. Es hat etwas Narzisstisches, wie er den wertvollen gemeinsamen Wohnraum zu seinem persönlichen Ausstellungsraum macht. Jede Nacht lädt er neue Fotografien hoch, bevor er ins Bett geht. Die Bilder der letzten Wochen, der immer gleiche Blick aus dem Hochhauskomplex, ameisengroße Köpfe und spielzeuggroße Fahrzeuge aus der Vogelperspektive in verschiedenen Formationen. In meinem ersten Tagesbericht habe ich die These aufgestellt, dass es sich dabei um eine empathische Übung handelt. Den Versuch, sich hineinzuversetzen in seine Partnerin, deren einzige Verbindung zur Außenwelt der Blick aus dem Fenster bleibt. In der Mitte, auf einer eigenen Stellwand, Astons Opus Magnum, Dancer of the Sky. 4 Digiframes à 32 Zoll im 10-Minuten-Loop. Es ist die Fotoreihe, die ihn vor 4 Jahren über Nacht berühmt machte. Bilder von Riva im Absprung, Riva in der Luft, langgestreckt zwischen den Häuserreihen, den Körper präzise ausgerichtet, die Hände über dem Kopf ausgestreckt und aneinandergelegt wie eine Balletttänzerin. Ihr Körper silberfarben, glitzernd im Fleißsud. Aston hat den Effekt der Lichtspiegelung in den Hochhauswänden durch die Belichtung so manipuliert, dass der Hintergrund um sie herum ausbrennt. Eine sakrale Superheldin, die vom Himmel herabstößt. Das regelmäßige Klicken des Auslösers von Astons Kamera verbindet sich mit Rivas stetig wieder in Gang gesetztem Kreiselton, rhythmisch konturierte Geräuschflächen, beinahe melodisch. Ein absichtsloses Zusammenspiel. Ich notiere den Effekt in einer weiteren Protokollspalte. Mit dem Wachsen der Datenmenge wächst auch die Notwendigkeit von Markierungssystemen, einer Ordnung, die die Analyse erleichtert. Erst wenn genügend Informationen erschlossen wurden, wird das Bemerkenswerte sichtbar. Subtile Brüche und Widersprüche, die zugrunde liegenden Strukturen, die Triebwerke im Innern. Es hat etwas von Fabrikarbeit, dieser erste Schritt, das Notieren des Alltäglichen. Meine Beobachtungen wiederholen sich in so regelmäßigen Abständen wie Astons Fotografien in den Rahmen. Riva am Boden, Riva mit dem Kreisel, Riva schwitzend in der Sonne. Aston, der aus dem Studio kommt und die Temperatur anpasst. Ja, bin ich wieder. Ich habe so gespannt zugehört, dass ich fast vergessen hätte, jetzt das wieder anzumachen, die Kamera. Ja, vielen, vielen Dank. Ich hatte ja eben angekündigt oder mal erwähnt, dass Sie das Buch auch aus einer Art persönlichen Krise herausgeschrieben haben und
sehr viel über sich und auch uns Menschen oder uns als Gesellschaft gelernt haben. Was ist da der Hintergrund? Könnten Sie uns das kurz nochmal erläutern? Ja, das ist ja das einzig Gute an der Krise, dass man irgendwas draus lernt. Ich hoffe, das wird uns mit der Covid-Krise auch so gehen, dass man nicht nur irgendwie kaputte Ökonomien und kranke oder verstorbene Menschen irgendwie da mitnimmt, sondern dass wir vielleicht irgendwie merken, wie wir anders irgendwie mit der Umwelt umgehen können, wie wir anders mit solchen Situationen umgehen können. Das wäre schön. Und bei mir war es eben so, dass ich so ein bisschen wie Riva im Buch eine Krise mit meiner Karriere hatte, mit meiner eigenen Arbeitshaltung. Ich war lange irgendwie auch sehr leistungsorientiert und habe mich da sehr stark angepasst an dieses kapitalistische Denken, dass man, also ich hatte so das Gefühl, mein eigener Wert hängt ab von dem, was ich produziere und von dem, wie erfolgreich ich bin, auf so einer groben Messlatte, die dann irgendwie von außen vorgegeben ist. Und das war was, was einfach sehr ungesund war für mich. Und ich hatte das Gefühl, dass diese, auch die Umgebung, in der ich gearbeitet habe, ne, die Fernsehwelt, ist natürlich nochmal irgendwie besonders, ein besonderes Haifischbecken in vieler Hinsicht, weil es einfach irgendwie ein Job ist, der irgendwie mit diesem komischen Status von Glamour verbunden ist, der dann in der Realität gar nicht so ist. Aber das ist eben das Schöne an dieser Instagram-gefilterten Welt, dass es nach außen alles immer wahnsinnig glamourös aussieht. Und wenn man dann dort ist, merkt man, wie es in Wirklichkeit aussieht. Und das ist oft dann auch das Gegenteil. Und gerade wenn man irgendwie an der Produktion von Bildern, von schönen Bildern beteiligt ist, sieht es oft hinter den Kulissen gar nicht so schön aus. Und und ich habe aber einfach gemerkt, dass ich mich über mich selbst wundere, dass ich dazu bereit bin, mich völlig auszubeuten für einen Job, der mir eigentlich am Ende gar nicht so viel zurückgibt und gar nicht so kreativ war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und ich hatte auch das Gefühl, es hat ein bisschen was nicht nur mit mir zu tun, sondern auch mit der Gesellschaft, in der wir leben und eben diesen Optimierungsmechanismen und diesen Messmechanismen, die wir haben, unter anderem eben auch die sozialen Medien, bei denen wir täglich irgendwie dabei sind, uns selbst an anderen zu messen, aber auch an Likes und Shares und wo das irgendwie so ein bisschen unsere Identität ausmacht und immer dieses Bild vom perfekten Körper, von der perfekten Persönlichkeit, Fehler und Brüche sind irgendwie ganz schwer noch wahrzunehmen. Oder wenn sie da sind, werden sie sofort als eben was Negatives wahrgenommen. Und ich habe gemerkt, durch diesen persönlichen Zusammenbruch, ja, dass man eben in diesem Versagen eigentlich, dass da ganz viel Potenzial steckt. Und für mich war das Potenzial, dass ich endlich das gemacht habe, was ich immer machen wollte, nämlich Schriftstellerin werden. Da habe ich schon von geträumt, als ich ein kleines Kind war. Und deswegen war das für mich eben auch eine Riesenchance, zu sagen, ich probiere mal was ganz anderes und ich setze mich eben durch das Buch mit dieser Erfahrung auseinander, die ich da gemacht habe und versuche herauszufinden, wie kam es, dass ich mich so habe instrumentalisieren lassen und dass ich mich selbst so instrumentalisiert habe, was hat das mit unserer, mit der Welt zu tun, in der wir leben und inwiefern könnte das sich zuspitzen. Und deswegen habe ich dann eben diese Form der Dystopie gewählt, weil ich das irgendwie interessanter fand, als jetzt irgendwie sowas Dokumentarisches zu schreiben oder so ganz so autobiografisch. Das finde ich immer so ein bisschen uninteressant als Schriftstellerin, weil man dann so wenig, habe ich das Gefühl, so wenig Imagination irgendwie mit reinbringt. Und ich fand so diese Zuspitzung wahnsinnig spannend und auch lustig. Ne? Es gibt auch Szenen im Buch, die ich persönlich irgendwie lustig finde. Ich hoffe, das findet man in meinem Leben auch. Weil es steckt natürlich auch viel Satire oder Humor in der Zuspitzung. Und gleichzeitig kann man bestimmte Mechanismen, die mir persönlich unheimlich sind, klarer sehen und besser wahrnehmen, als wenn man sie so ganz naturalistisch jetzt in unserer Zeit spielen lässt. Wobei auch es viele Tendenzen und Mechanismen gibt in unserer Zeit, die ja auch schon unheimlich sind und einen beunruhigen. Und die sind wahrscheinlich auch die Inspiration gewesen, um die dann sozusagen in diese fiktive Welt einzubauen. Aber soweit habe ich da gar nicht das Gefühl gehabt, ist diese Welt entfernt von der unseren. Also vor allen Dingen auch, klar, soziale Medien, auch diese kapitalistischen Werte. Es geht immer nur darum, was wir sozusagen leisten. Und es geht nicht mehr um die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Emotionen, sondern es geht darum, was ist der Profit eines Menschen in einem System. Und Menschen sind nur noch Objekte und funktionieren. Und wenn man ausschert, dann wird man eben gleich überwacht oder kontrolliert. Und die Menschen sind so gläsern wie die Glashochhäuser, in denen sie wohnen. Und
permanent gefilmt, alles wird beschönigt und dieses Stichwort Privatsphäre, das geht ja auch so ein bisschen jetzt der zweite Leseblock, da werden wir auch noch ein bisschen erfahren, wie diese Überwachungsmechanismen tatsächlich funktionieren, oder? Genau. Soll ich erstmal lesen und dann was dazu sagen oder wie machen wir? Gerne. Ja. Lesen wir erst und wir haben ja auch noch beim Publikum viele interessante Fragen sicherlich. Genau. Wunderbar. Also ich lese als erstes eine kurze E-Mail. Es gibt im Buch immer wieder so Archivdokumente, also es geht natürlich auch im Buch um Big Data, ne? Also um Daten sammeln über Personen, also Hitomi, die Psychologin, die Ich-Erzählerin, versucht anhand von den Daten, die sie über Riva sammelt oder die ein Datenanalyst für sie sammelt, eben auch so ein Profil von ihr zu erstellen, und es geht viel darum, auch um diese digitale Kommunikation. Hitomi tritt zum Beispiel nie persönlich mit Riva in Kontakt, sondern sieht sie immer nur durch diese Verlängerung der Kamera und versucht sie eben über E-Mails oder Messages zu erreichen, die Riva aber gar nicht liest. Aber wir als Leser lesen sie ab und zu und sehen sozusagen, was Hitomi versucht, also wie sie versucht, Einfluss zu nehmen auf Riva. Und danach lese ich ein Kapitel, in dem es so ein bisschen mehr um die Peripherien und den Hintergrund dieser Familienkonstellationen auch geht, die Sie schon angesprochen hatten. Also es ist, das haben Sie schon gesagt, die Menschen werden hauptsächlich in den Peripherien geboren und müssen sich dann erst einen Platz in der Stadt erarbeiten, indem sie eben Leistung zeigen, indem sie bestimmte Fähigkeiten entwickeln, die dann in Castings und zur Schau gestellt werden, und dann können sie sich einen Ausbildungsplatz in der Stadt ergattern. Und die Hitomi, die Geschichte erzählt, ist eine große Ausnahme von dieser Regel, denn sie kommt aus einer, sie hat noch echte Eltern. Sie haben vorhin schon gesagt, es gibt nur noch wenige Menschen, die echte sogenannte Bio-Eltern haben. Und sie hat noch ein echtes Elternpaar, und die sind sehr einflussreich, sehr privilegiert. Und deswegen ist sie in der Stadt groß geworden, in einem sogenannten Childcare-Institut, wo sie schon in jüngstem Alter praktisch Gehirn gewaschen wurde mit dieser Ideologie der Welt, in der sie lebt. Also sie ist wahnsinnig angepasst, weil das schon ganz früh angefangen hat mit der Indoktrination. Und in diesem Childcare-Institut hatte sie eine Zimmernachbarin, die ihre beste Freundin war, Andorra, die im Buch auch eine wichtige Rolle spielt, die irgendwann verschwunden ist. Und in diesem Kapitel werden wir auch Andorra noch kurz kennenlernen. Das braucht man, glaube ich, so als Hintergrund, genau. Super. Archivnummer PMA2, Dateityp Urgent Message, Absender Psy Solutions, Empfänger Dancer of the Sky. Riva, Sie sind verzweifelt. Wenn eine Ihrer Kolleginnen verunglückt, erwischen Sie sich bei dem Gedanken, ich wäre froh, an Ihrer Stelle zu sein. Aber denken Sie an das kleine Mädchen, das Sie einmal waren. Stellen Sie sich vor, wie es einsam und verloren in den Peripherien steht. Denken Sie an den Staub und die Hitze, die ihm den Schweiß auf die Stirn treibt, den Dreck, der sich mit seinem Schweiß vermischt. Erinnern Sie sich daran, wie Sie sich nichts mehr wünschten, als endlich sauber zu sein. Das Kind, das Sie einmal waren, was würde es jetzt zu Ihnen sagen, wenn es Sie so sehen könnte, am Boden Ihres Luxus-Apartments, tatenlos? Was würde es wohl tun? Es würde Sie doch schütteln und Sie anflehen. Nutze die Möglichkeiten. Wirf unseren Traum nicht fort. Bitte. Schicke mich nicht wieder zurück in den Schmutz und die Bedeutungslosigkeit. Riva, Sie haben bisher keine Ihrer verordneten Coaching-Sitzungen wahrgenommen. Dies berechtigt Ihre Vertragspartner, ein Strafverfahren gegen Sie einzuleiten. Denken Sie nicht, dass es eine bessere Lösung wäre, nach der dargebotenen Hand zu greifen und Hilfe zuzulassen? Mein Activity-Tracker zeigt 1.17 Uhr. Ich müsste bereits seit einer Stunde schlafen. Im grauen Licht rücklings auf dem Bett liegend, denke ich an Riva, wie sie auf ihrem Bett liegt. Die Beine und Arme zu den Seiten ausgestreckt, den Blick zur Decke gerichtet. Die Haut von plötzlichem Schweiß überzogen, der häufig bei Schlafbeschwerden auftritt, weil sie die Temperaturregulierung des Körpers behindern. Ihr früher muskulöser Körper schlaff, gescheitert. Ich frage mich, ab wann der Verlust der Muskelmasse eine Rehabilitation nicht mehr rentabel macht, wie viel Zeit mir bleibt. Die früheste Aufnahme, die der Datenanalyst von ihr finden konnte, stammt von einem Allround-Casting.
Es steht allerdings nicht fest, dass es sich dabei wirklich um Riva handelt. Im Videotag taucht ihr Vorname auf, aber ein unbekannter Nachname. Riva ist höchstens 6 Jahre alt, kleiner als die anderen Mädchen in ihrer Alterskategorie. Ihr Blick in die Kamera ist unsicher, ihr Körper angespannt, der Nacken verkrampft. Sie tritt in verschiedenen Kategorien an, in keiner ist sie besonders gut. Sie fällt trotzdem auf, sticht heraus. Als alle anderen Kinder abgegangen sind, bleibt sie auf der Bühne stehen. Zweimal die Durchsage, alle Kandidaten würden gebeten, abzutreten, mit freundlicher Bestimmtheit. Sie reagiert nicht. Sie steht da, regungslos, stumm, auf die gleiche Weise, wie die erwachsene Riva auf dem Boden ihres Apartments sitzt. Der Unterschied ist, dass mir Riva in der Castingaufnahme nicht bockig vorkommt. Ihre gefrorene Gestalt formt sich nicht zum Widerstand. Es ist, als ob sie vergessen habe, wo sie sei und was sie tun solle. Als ob sie zeitweilig die Kontrolle über ihren Körper verloren habe. Ich frage mich, ob das auch jetzt der Fall ist. Müsste man ihr nur über einen Lautsprecher mitteilen, was sie zu tun hat? Riva, sagt die Stimme im Video schließlich. Riva, bitte gehe von der Bühne ab, damit die nächste Gruppe auftreten kann. Und Riva, plötzlich wieder wach, geht von der Bühne. Kurz darauf ertönt der Jingle und die erste Kandidatin der nächsten Gruppe betritt die Bühne. In der Großaufnahme sieht man ihre Unterlippe zittern. Meine Augen schmerzen und kommen mir geschwollen vor. Ich habe bereits 3 Schlaftabletten genommen. Laut Packungsbeilage ist dies das absolute Maximum. Ich kann nicht aufhören, an Riva zu denken, an die Deadline, die nächste Lenkungsausschusssitzung, das noch zu sichtende Material, das ich bis zum Morgen im Archivordner gesammelt haben wird. Widerwillig mache ich Entspannungsübungen, die mich nur noch mehr aufreiben. In Halbstundenabständen stehe ich auf und gehe durch mein Apartment. Um 3.17 Uhr klicke ich die App eines Parentbots. Ich verwende entsprechend meinen vertraglichen Vorschriften zusätzlich zu den üblichen Sicherheitsmaßnahmen einen Scrambler. Während des Gesprächs habe ich trotzdem das ungute Gefühl, von einer Stimmanalyse-Software identifiziert zu werden. Hallo, mein Schatz, sagt der Bot. Ich habe die Mutteroption gewählt. Die Stimme simuliert eine etwa 50-jährige Frau mit einem warmen, dunklen Stimmton und einem ruhigen, beinahe behäbigen Duktus. Hallo. Was ist los, Kleines? Es wundert mich immer noch, wie schnell man während des Gesprächs vergisst, dass man mit einer Maschine spricht. Stimme und Reaktionsfähigkeit sind praktisch von Menschen nicht unterscheidbar. Für meine Abschlussarbeit habe ich das Phänomen unter technisch schlechteren Bedingungen untersucht. Bereits damals haben die Probanden nach wenigen Sekunden Symptome eines basalen Vertrauens gezeigt, wie man es gegenüber Freunden empfindet. Selbst wenn sie sich mit Hilfe der Erinnerungsfunktion ihres Tablets einmal pro Minute bewusst auf die Tatsache konzentrierten, dass sie mit einem Bot sprachen, vergaßen sie es im Laufe der nächsten Minute wieder. Ich kann nicht schlafen, sage ich. Das tut mir leid. Hast du eine Tablette genommen? Ja. Denkst du an etwas Bestimmtes, was dich wach hält? Meine Arbeit. Die Stimme am anderen Ende lacht. Du arbeitest also schon wieder zu hart, mein Schatz. Ich komme nicht weiter. Gerade musst du ja auch gar nicht weiterkommen. Das stimmt. Ich bin stolz auf dich, ob du weiterkommst oder nicht, sagt die Stimme. Ich lasse ihre Worte in mir nachhallen. Ich fühle mich schon ein bisschen besser. Vielleicht kann ich doch noch einschlafen, wenn ich noch eine Weile mit ihr rede. Aber du kannst nicht aufhören, daran zu denken? Fragt sie in mein Schweigen hinein. Ich kann nicht aufhören, daran zu denken. Würde es dir helfen, wenn wir darüber sprechen? Ich denke schon. Einen Moment lang höre ich der Stille in der Leitung zu. Dann sage ich, sie macht mich wütend. Wer? Meine Zielperson. Sie sollte mich nicht wütend machen, macht mich wütend. Die Mutter macht ein bestätigendes Geräusch. Ich bin froh, ihre Stimme zu hören. Nachts habe ich oft das Gefühl, dass sich mit der Dunkelheit ein Audiofilter zwischen mich und die Umgebung legt. Plötzlich ist es, als wäre außer mir selbst niemand mehr auf der Welt. Die dumpfen Geräusche, die ich durch die Wände und Decke meines Apartments höre, kommen mir vor wie Spukgeräusche, ein Nachhall von Toten. Das leise Surren der Kühlwand, ein vibrierendes Brummen in den Wänden, ein Knacken. Nur wenn mein Tablet klingelt und ich die Stimme eines Klienten am anderen Ende der Leitung höre, habe ich das Gefühl, wieder mit den Lebenden verbunden zu sein. Es ergibt keinen Sinn,
sage ich. Dass eine so erfolgreiche Frau, bekannt für ihren Leistungswillen, plötzlich alles wegwirft, was sie sich erarbeitet hat. Ich verstehe, sagt die Stimme, die ein bisschen wie meine eigene Mutter klingt, wenn ich mich richtig erinnere. Nur die Stimmfärbung ist anders, aufmerksamer. Wir haben uns auseinandergelebt, sagte meine Biomutter, bevor sie aufhörte, auf meine Anrufe und Messages zu reagieren. Meine guten Scores hatten sie nie wirklich beeindruckt. Sie schien etwas Grundlegenderes an mir zu beanstanden, das ich nicht ausmachen konnte. Ich hatte gehofft, dass du weiterkommen würdest, sagte sie bei unserem letzten Gespräch. Dass du mehr machen würdest aus deinem teuren Stück Leben. Ein so teures Stück Leben, sage ich zum Bot. Das Leben ist wertvoll, antwortet die Stimme. Da hast du recht, mein Schatz. Das Leben ist das Wertvollste, was wir haben. Und was, wenn es doch eine echte Frau ist, die da mit mir spricht? Was, wenn da jemand am anderen Ende der Leitung in einem dunklen Zimmer sitzt? Jemand, der sich wirklich um mich sorgt? Was genau macht dich denn wütend? Fragt die Frau. Ich bin mir nicht sicher, sage ich. Vielleicht, dass sie undankbar ist. Ein trotziges Kind, das einen Lolli bekommen hat und ihn auf den Boden schleudert, weil er nicht die richtige Geschmacksrichtung hat. Man möchte sie rütteln und anschreien, dass es uns noch nie so gut ging wie heute. Da hast du recht, sagt der Bot. Ich bin froh, dass aus dir so eine vernünftige Frau geworden ist. Was habe ich dir als Kind immer gesagt? Wir sollten uns glücklich schätzen. Ja, sage ich. Genau, Mama. Wir sollten uns glücklich schätzen. Das Gespräch hat mich beruhigt. Mein Körper fühlt sich wärmer und schwerer an als zuvor. Ich lege mich wieder ins Bett und versuche eine Visualisierungsübung, um den Übergang in den Schlaf zu erleichtern. Ich stelle mir vor, in meinem Kinderbett im Childcare-Institut zu liegen. Obwohl ich weiß, dass Erinnerungen unzuverlässig sind, kommt mir meine Erinnerung an den Schlafraum des Instituts so klar und echt vor wie eine Virtual Reality-Projektion. Ich sehe mich im Raum um, unserem Zweibettzimmer. Ich höre Andorras leisen Atem neben mir. Sie liegt auf der Seite, mir zugewandt. Ihre Hand hängt aus dem Bett bis knapp über dem Boden, von der Schlafenden vergessen. Ich greife nach ihr, nehme sie in meine, hebe sie mir dicht vors Auge. Ich betrachte die winzigen Linien in ihrer Haut, ihre Fingerabdrücke, fahre mit meinem Finger darüber. Was denkst du, was du wirst? Hat Andorra mich einmal gefragt. Wir saßen auf dem Dach des Institutsgebäudes. Andorra hatte sich auf dem Beton ausgestreckt unter der ungefilterten Sonne. Ich saß unter einem UV-Schutzschirm und betrachtete sie, meine Beine an den Körper gezogen. Der Beton auf dem Dach war fleckig und uneben. An manchen Stellen hatten sich kleine Pfützen gesammelt vom Regen. Keine Ahnung, sagte ich. Meine Scores in Wirtschaft und Mathe sind im oberen Bereich. Wahrscheinlich werde ich für die Wirtschaftsakademie zugelassen. Und was ist mit dem Springen? Und dafür habe ich die Werte nicht. Eine Taube landete nicht weit von uns entfernt. Sie trank aus einer der Pfützen. Sie stieg ganz in die Pfütze hinein, sodass ihre Beine im Wasser verschwanden. Ich komme wahrscheinlich auch auf eine Wirtschaftsakademie, sagte Andorra. Dann studieren wir zusammen. Aber ich habe keine Lust auf Wirtschaft. Die Taube stand regungslos im Regenwasser. Sie beobachtete uns, als würde sie jedes Wort verstehen. Die Taube belauscht uns, sagte ich. Andorra sah zu ihr hinüber und brachte sich in Pose, als würde die Taube ein Foto von ihr schießen. Man kann nicht immer haben, was man will, sagte ich. Fürs Springen hätten wir schon längst an einer Sportakademie genommen werden müssen. Andorra drehte ihr Gesicht in die Sonne von mir weg. Sie hatte die Augen geschlossen. Wir müssen wieder runter. Andorra blieb liegen. Die Taube machte ein paar Schritte aus der Pfütze heraus und flog fort, als hätte ich mit ihr gesprochen. Ich ging zu ihr, legte ihr meine Hand auf die Schulter. Sie öffnete ihre Augen und setzte sich auf. Macht es dich nicht wütend? Fragte sie. Dass wir nichts selbst entscheiden können? Sie versuchen ja nur, unser Potenzial zu erkennen. Du kannst ja immer noch Nein sagen. Wen kennst du, der schon mal Nein gesagt hat? Aber sie zwingen dich nicht. Andorras Bluse war vom Liegen auf dem Boden am Rücken staubig. Ich klopfte ihr den Schmutz ab. Sie zeigen uns nur die bestmögliche Version unserer selbst, sagte ich. Bist du dir sicher?
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Interessant. Also der Mensch braucht wohl doch die Familie und seine menschlichen Beziehungen, denn sonst würde man in Problemsituationen nicht in dieser Welt den Mutterbot oder den Parentingbot anrufen, um sich beruhigen zu lassen. Also was wohl zählt, sind dann wohl doch unsere Beziehungen und die gute Verbindung zu anderen Menschen. Mhm. Wobei ich glaube, es muss nicht unbedingt diese klassische Familie sein. Da geht es ja auch im Buch darum, dass das dann praktisch zu so einem neuen Wunschbild wird, auch wieder so ein perfektes Sehnsuchtsbild. Ich glaube, dass einfach die Beziehungen sehr wichtig sind. Mit Freunden auch zum Beispiel für Hitomi ist die wichtigste Beziehung auf jeden Fall die zu Andorra und die emotionalste, die, wo sie eigentlich das einzige Mal Liebe erlebt in ihrem Leben. Und deswegen glaube ich nicht, dass so diese, dass es klassische Formen von Beziehungen geben muss, die irgendwie vorgegeben sind, wie die auszusehen haben. Ich glaube, Liebe kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Aber was wichtig ist, ist eben dieser Unterschied zur künstlichen Intelligenz oder zum Roboter, der ja im Buch fast nicht mehr da ist, weil die Leute sich so perfektioniert haben, dass sie eben, also sie haben alle diese persönliche Liebe und andere Emotionen, also diese starken Gefühle ausgemerzt, weil das eben der Produktivität im Weg steht, ne? Also wenn wir Liebeskummer haben, können wir nicht arbeiten, aber der gehört eben auch dazu, zur Liebe. Also es gibt immer auch diese, Liebe ist auch schwierig, Liebe ist kompliziert und menschliche Beziehungen sind kompliziert und oft versteht man sich falsch und interpretiert Dinge falsch, aber das gehört eben zur menschlichen Kommunikation dazu. Und wenn man versucht, das so zu perfektionieren und das so zu funktionalisieren, dann verliert das für mich eben irgendwie so diese Menschlichkeit, die uns verbindet und die am Ende eigentlich das ist, was uns auszeichnet als Menschen. Super. Ich habe natürlich jetzt noch ganz viele Fragen, aber wir möchten natürlich jetzt auch dem Publikum mal die Möglichkeit geben. Und was ich falsch vorhin erklärt hatte, war, dass sozusagen das Publikum leider nicht mit Video sozusagen reingeschaltet werden kann, sondern nur per Audio. Das heißt, wenn ihr eure Fragen persönlich stellen möchtet, also nicht nur durch den Chat vorgelesen durch Ulla, sondern auch sprechen möchtet direkt mit der Autorin, was sehr schön wäre, dann bitte das Mikrofon bereithalten und die Sprechererlaubnis annehmen. Ulla, was haben wir denn für Fragen vom Publikum? Wir haben einige aktive Beteiligungen und Bemerkungen im Chat, sehr positiv, vor allen Dingen auf die Lesungen, also toll, sehr schön, wunderbar, spannend, vielen Dank, aber noch nicht so viele Fragen, sondern im Moment genau eine, und das ist eine Frage mit einem P, und du hast das gerade gesagt, dass es leider mit dem Video nicht geht, wir würden es aber, wenn Sie möchten, das ist Gaston Pinto, würden wir das gerne doch versuchen, weil dann ist es vielleicht doch ein bisschen persönlicher, aber ich sehe gerade, dass er nicht mehr in der Liste ist. Okay, das ist schade. Dann kann ich ihn auch nicht aufrufen. Die Frage war, jetzt kommen doch so einige rein. Die Frage von Gaston Pinto war, warum Sie diese Kapitel ausgewählt haben zum Lesen. Eine gute Frage. Ich finde das immer sehr schwierig. Ich lese meistens den Anfang des Buches, weil das einen guten Einstieg ist, bietet irgendwie so ein bisschen so einen Überblick, wie man eben auch, wenn man das Buch selbst liest, ins Buch hineinkommt. Und dann hängt der Rest meistens ab von der Länge der Lesung, die vorgesehen ist. Und da Zoom so ein bisschen anstrengend ist zum Zuhören, haben wir gesagt, wir machen es ein bisschen kürzer und knackiger. Und ich finde, diese Stelle mit dem Mutterbot ist eigentlich so meine Lieblingsstelle im Buch, weil es so ein bisschen diese Tragik dieser Welt irgendwie klar macht, dass die Menschen so isoliert und vereinsamt sind durch diese Perfektionierung und dadurch, dass sie sich selber so als Arbeitstiere sehen, dass sie im Prinzip nur noch Zuneigung und irgendwie liebevollen Umgang von künstlichen Intelligenzen erleben. Und andererseits könnte man aber natürlich auch sagen, ist das überhaupt dystopisch oder ist es nicht schön, dass es diese künstliche Intelligenz gibt, die jemanden, der vereinsamt ist, der keine echten Kontakte mehr hat, eben diese Zuwendung bietet? Also es gibt, finde ich auch, das ist oft auch nicht so schwarz-weiß. Und zum Beispiel werden ja auch so Pflegeroboter irgendwie in der Pflege, gerade mit älteren Menschen, mit dementen Menschen eingesetzt, die da wahnsinnig viel von haben, ne? Davon, dass sie mit künstlicher Intelligenz interagieren und die wahrscheinlich eine weniger gute Betreuung hätten mit den realen Pflegekräften, weil die gar nicht die Kapazitäten haben, sich zu kümmern um diese emotionale Ebene. Also es hat so zwei Seiten. Und das finde ich ganz spannend, dass es eben eigentlich keine einfachen Antworten gibt. Und das wird in dieser Szene klar, finde ich. Ja, ich fand
diese Auswahl auch ganz, ganz passend. Wir haben eine weitere Frage von Santiago Enriquez. Er fragt, du hast in deinem Buch eine gespannte und sehr grausame Atmosphäre geschaffen. Wie kann man gleichzeitig eine Schönheit, also in dieser Welt eine Schönheit schaffen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das war auch wirklich eine Frage für mich beim Schreiben, weil es natürlich, es muss irgendwie einen Ausgleich geben. Also es darf nicht so schlimm sein, dass, wenn man das liest, dass man das Buch zuklappen möchte. Ne? Also man, es, und es ist ja auch, diese Welt funktioniert ja so, dass sie die Leute anlockt. Also die, der große Motivator ist eben diese Wunder, diese Schönheit, ist diese Perfektion. Und deswegen hoffe ich, dass es immer wieder Stellen gibt im Buch, die, die diese Schönheit auch spürbar machen und diese vielleicht auch diese Glätte, die dann gleich wieder was Unheimliches hat, aber gleichzeitig auch was wahnsinnig Faszinierendes, zumindest für mich. Ich bin ja ein City Girl, ich lebe hauptsächlich in Großstädten und auf mich haben die auch eine wahnsinnige Faszination, diese großen Glashochhäuser, diese glänzende moderne Welt. Das hat einen Antrieb und einen Anzug und deswegen funktioniert eben auch Social Media und deswegen funktionieren diese gefilterten Bilder, weil wir das alle schön finden, also inklusive mir, und ich gucke mir das gerne an und ich gucke auch gerne Filme, die wunderschön komponiert sind, ne? Also man möchte ja nicht immer mit der realen Hässlichkeit der Welt konfrontiert werden. Deswegen hoffe ich, dass es so ein bisschen einen Ausgleich gibt im Buch, und es gibt auch Momente der Zärtlichkeit und der Zwischenmenschlichkeit. Das war mir auch ganz wichtig, dass man nicht so vollkommen alleingelassen wird mit diesem Horror der Perfektion, ja, mit diesem Unmenschlichen. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch eine Frage mit einem P von Martina. Und ich glaube, das ist Martina Polkut. Ich schaue mal gerade, Martina, ob ich dich befördern kann. Moment, Martina mit dem... Oh, das sieht nicht so richtig gut aus. Martina ist jetzt da. Martina ist da, super. Video kurz einschalten. Das klappt bei mir nicht so gut, aber also ich glaube, ich erkenne ein Bild. Ja. Entschuldigung? Ich glaube, ich erkenne das Foto. Ja. Ein Foto, also, sieht man, genau. Ja. Martina, dann bitte akustisch. Willkommen also in Buenos Aires auf diese seltsame Art. Und also vielen, vielen Dank für die wunderbare Lesung. Und ich wollte dich fragen, wie du auf die Namen der Figuren gekommen bist. Also wie wichtig für dich die Resonanz dieser Namen ist, was das Kulturelle oder auch Sprachliche ausmacht, weil diese Stadt ja irgendwie in einem Nicht-Ort, also Stadt, also liegt, nicht? Also man kann diese Stadt jetzt nicht identifizieren als eine bestimmte Stadt, obwohl du vielleicht ein Modell vor Augen hattest davor. Also ich weiß nicht, genau, ob du was über die Namen, über diese die Auswahl der Namen sagen kannst. Ja. Ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Also erstmal genau, das war mir wichtig, dass die Stadt eben nicht geografisch verortbar ist, sondern dass sie so ein Symbol, ein bisschen Symbolcharakter hat, sowas Außerirdisches. Ne? Und die Namen sind auch mit den Nachnamen, das hat man jetzt noch nicht unbedingt mitbekommen, sehr unterschiedlich, haben sie sozusagen unterschiedliche nationale Assoziationen, besonders die Nachnamen sind sozusagen aus verschiedenen Kulturkreisen, um so ein bisschen ein globales Gefühl zu geben. Also es gibt zwar ein paar asiatisch klingende Namen, was vielen aufgefallen ist, das ist auch so ein bisschen die Tradition der Science Fiction, ne? dass gerade Asien irgendwie oft so als Ort gesehen wird, an dem so bestimmte Elemente der Science Fiction schon gelebt werden. Und zum Beispiel China war mein großes Vorbild für mich, was diese Überwachung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz und auch diese Credit Points, die im Buch vorkommen, angeht. Aber gleichzeitig gibt es eben auch ganz viele andere Nationalitäten, weil ich wollte, dass es sich eben nicht auf eine Kultur so zurückführen lässt. Und die Vornamen sind zum Teil, also viele Figuren sind benannt nach Luxusartikeln, nach Luxusgütern. Jetzt fällt mir gerade Beluga, einer heißt Beluga, es gibt, Riva selbst ist auch, das ist eine Segelmarke, was ich persönlich als Luxusgut empfinde. Aston ist auch ein Name, der aus diesem Bereich kommt. Und dann gibt es bestimmte Figuren, bei denen die Namen irgendwie an sich eine Bedeutung haben. Also Hitomi bedeutet Pupille im Japanischen.
Und dadurch, dass sie immer diese Überwachung ist, ne, also diese Überwacherin ist und aus ihrer Sicht das erzählt wird, hat mir der Name gut gefallen. Und ich finde auch, auch in der japanischen Kultur habe ich viele Elemente gefunden, die mit dieser extremen Leistungsfähigkeit und auch Leistungsorientierung zu tun haben. Deswegen hat sie diesen japanisch klingenden Namen. Und dann gibt es noch Master, den Chef. Also da ergibt sich das sozusagen von selbst aus dem Namen. Das war so ein bisschen satirisch überzogen, dass er auch noch so heißt. Aber so grundsätzlich habe ich mir schon sehr viele... Es gibt noch eine Figur, die erst später im Buch auftaucht, Zarni. Das ist ein afrikanischer Name, der Kindern gegeben wird, die, wenn man lange nicht schwanger wurde und dann hat man das Kind, das Wunschkind sozusagen, das hat auch eine Bedeutung für ihn. Also ich habe mir schon viele Gedanken gemacht über die Namen auf jeden Fall. Ja. Okay, vielen Dank. Das war super spannend. Ich habe das Buch gelesen, aber das war mir jetzt irgendwie, ich glaube, da habe ich nur die Hälfte der Bezüge verstanden. Es gibt gleich noch eine Frage zu einem weiteren Bezug, und zwar die Atmosphäre und die Einsamkeit der Protagonistin erinnert mich an einige Personen in Philipp Dicks Romanen. Haben Sie diesen Autor gelesen? Ja, ich bin ein großer Fan. Ja, also wirklich ein wahnsinnig toller Autor, und ich finde eben auch, also ich mag Science Fiction, aber ich mag am liebsten Science Fiction, die so diese Atmosphäre schafft, also wohl sozusagen die Dystopie über die Atmosphäre erzeugt wird und nicht so sehr über das Erklären der Technologien, und das ist, finde ich, bei Philipp K. Dick auf jeden Fall so, zumindest in meinen Lieblingsbüchern von ihm. Und Do Androids Dream of Electric Sheep, oder wie es in Amerika heißt, Blade Runner, ist so eins meiner absoluten Lieblingsbücher, wo ich finde, wo das ist einfach wahnsinnig gut gemacht, dass man von der ersten Zeile an das in diesem Gefühl drin ist, in diesem seltsam verschobenen dystopischen Gefühl dieser Welt, und sich sofort dort als Leser oder Leserin irgendwie zu Hause fühlt. Ne? Ja, genau. Also ich muss auch sagen, beim Lesen fiel es mir sehr leicht, mir die Atmosphäre und aber auch die Bilder vorzustellen. Und das wäre jetzt gleich eine Frage nochmal von mir. Gibt es irgendwie Pläne, das Buch verfilmen zu lassen, weil das bietet sich meiner Meinung nach super für eine Verfilmung an, oder wäre das etwas... Ja, also an mir scheitert es nicht. Das ist das Problem an der Filmindustrie, das ist alles sehr teuer, und ich bin jetzt nicht die bekannteste Autorin und so. Und ich glaube, solange es kein Bestseller ist, ist es immer schwierig, jemanden zu finden, der das produzieren möchte. Aber also ich wäre natürlich sofort... on board. Und ich komme ja selber aus dem Bereich und ich liebe auch Film. Also es hat sich vorhin vielleicht ein bisschen negativ angehört. So dass das inhaltliche Arbeiten und das kreative Arbeiten beim Film und auch beim Fernsehen ist was ich sehr schätze. Und ich finde das visuelle Erzählen wirklich ganz, ganz spannend. Und ich glaube, ich habe da auch viel gelernt fürs Schreiben. Also klar, jetzt, das merkt man hier besonders, weil das aus einer Kameraperspektive erzählt ist. Aber auch sonst, auch an dem Text, an dem ich jetzt arbeite, ist es so, dass ich einfach merke, dass ich in Bildern denke, weil ich eben so lange in Bildern gearbeitet habe. Und deswegen fände ich das großartig, wenn das jemand verfilmen wollen würde. Also sie müssen sich nur melden. Und ja. Ja, fände ich auch großartig. Es gibt noch eine weitere praktische Frage, aber auch sehr naheliegend für uns hierzulande. Gibt es Pläne, das Buch ins Spanische zu übersetzen? Auch das, ich würde großartig. Yeah. Ja, damit. Kann man als Autorin nicht so wirklich viel dafür tun. Also das bleibt immer so ein bisschen dem Schicksal überlassen, glaube ich. Ja, wer weiß, was sich aus dieser Veranstaltungsreihe ergibt. Ja, genau, wer weiß. Genau. Das ist ja jetzt so eine Form der digitalen Vernetzung, die vielleicht auch ins reale Leben dann übergeht. Ne? Das sind ja wieder die positiven Aspekte der digitalen Kommunikation. Richtig, genau. Ja. Ich fand auch ganz wichtig, was Sie vorhin gesagt haben, dass es eben nicht alles schwarz-weiß ist und dass jetzt nicht Technologie und Globalisierung und Digitalisierung per se alles schlecht ist, sondern es gibt immer mehrere Aspekte, die man betrachten muss. Ne? Und aber jetzt gerade zum Beispiel Thema Peripherien, wo es sozusagen eine Wüstenlandschaft ja fast schon ist. Es ist heiß, es ist staubig. Mhm. Das geht, und die Feinstaubbelastung wird auch an einer Stelle mal genannt. Also das geht ja dann auch schon so Richtung Klimakrise und die Klimakatastrophe, die uns eigentlich alle irgendwie bedroht. Und wenn man jetzt denkt, so, okay, was wird in 100 Jahren sein? Wie stellen Sie sich das vor? Kriegen wir Menschheit noch die Kurve? Vielleicht
durch Corona irgendwie animiert, Charlie Hebdo, das Magazin, da wurden drei Aspekte genannt, die durch die Corona-Krise jetzt sichtbar geworden sind. Das eine ist, dass die Wirtschaft sofort kollabiert, sobald sie aufhört, hochverschuldeten Menschen nutzlose Dinge zu verkaufen. Das zweite, dass es kein Problem ist, mal drastisch von jetzt auf gleich die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Und das dritte, Moment, ich hatte mir das notiert, was war das dritte? Ach ja, dass die Personen, die eigentlich mit am wichtigsten für unsere Gesellschaft sind, nämlich die Ärzte und Pflegerinnen, eigentlich auch diejenigen sind, die am schlechtesten bezahlt sind. Also das waren so diese drei und Bereiche. Und die Reinigungskräfte, die für die Hygiene sorgen, die Supermarkt, genau. Ja, das, also ich stimme dem allen zu. Ich finde, das ist ja auch ein Thema im Buch, diese Ungerechtigkeit, die sich immer verstärkt, je schwieriger, also je größer die Schere ist und je größer die Bedrohung ist. Ne? Das haben wir auch mit Corona gemerkt, dass die Menschen, die es am schlimmsten trifft, sind die vorher schon irgendwie das wenigste hatten, jetzt ökonomisch, aber auch irgendwie an anderen Ressourcen. Also es werden immer die am meisten benachteiligt in diesem kapitalistischen globalen System, denen es sowieso schon am schlechtesten geht. Und die oben auf der die Riva auf dem Hochhaus stehen, die sind nicht so schnell betroffen von sowas. Und jetzt, wie die Länder, denen es am besten gehen, sind die reichen Länder. Also das heißt, das macht uns eben diese Ungerechtigkeit klar. Und ich hoffe, dass es dazu führt, dass wir nochmal wirklich darüber nachdenken, ob wir dieses System auf eine Art irgendwie gleicher angleichen können oder irgendwie gerechter machen. Und gleichzeitig ist es auch, also finde ich, was auch durch die Krise jetzt mir nochmal klarer geworden ist oder was nochmal sich zugespitzt hat, was jetzt bei Charlie Hebdo nicht dabei war, ist eben, wie wahnsinnig präsent die Digitalisierung geworden ist. Und das kommt eben auch mit Nebenwirkungen und irgendwie positiven Wirkungen. Also darum geht es ja im Buch auch sehr stark, die persönlichen Daten und der Schutz der Privatsphäre in Bezug auf Gesundheitsdaten, die ja sozusagen das Wertvollste aller Daten sind, die gilt es zu schützen und sich darum zu kümmern. Also es geht nicht nur um die Gesundheit selber, sondern eben wir leben in dieser digitalisierten Welt auch um die Daten, die da entstehen und wie die behandelt werden und warum die immer noch zum Großteil entweder in der Hand von autoritären Regierungen wie China und Co. oder eben in der Hand von Unternehmen, von Wirtschaftsunternehmen liegen, die keinem demokratischen Prozess ausgesetzt sind, ja, und keiner demokratischen Kontrolle. Und das ist was, was mich natürlich jetzt besonders interessiert, weil es da im Buch auch stark drum geht, aber auch der Klimawandel ist ein Riesenthema natürlich. Das ist im Buch ein bisschen im Hintergrund. Ich bin froh, dass Sie das rausgelesen haben, es ist sehr subtil. Ich hatte das Gefühl, man kann sich nicht mit allem gleichzeitig auseinandersetzen. Aber natürlich hängt das alles zusammen. Also Armut und Klimawandel hängen auch zusammen. Ich finde das auch interessant, dass in den reichen westlichen Staaten wie Deutschland und der Schweiz, wo ich jetzt gerade bin, eben oft dann der Klimawandel so besprochen wird im Sinne von, ich gehe jetzt nur noch im Unverpacktladen einkaufen und also so auf so einer ganz individuellen Ebene, was ja gut und schön ist und eben auch, ich fliege nicht, aber damit lösen wir nicht dieses globale Problem der Ungerechtigkeit, dass es anderen gar nicht möglich macht, so zu leben. Ne? Das ist auch ein Thema im Buch, finde ich, was man da rauslesen kann. Ja. Das war keine direkte Frage, sondern das ist sich in dem Buch wirklich mit ganz vielen, vielen Themen beschäftigt. Deswegen fand ich, passten jetzt diese drei Punkte ganz gut, weil man zu allem eigentlich was finden konnte. Und das haben Sie wunderbar beantwortet, auf jeden Fall. Man kann es ja auch nicht beantworten. Also wir werden auch in dieser Veranstaltungsreihe wahrscheinlich jetzt, wir stellen zwar die Fragen, aber ob wir da jetzt auch wirklich Antworten drauf bekommen, auf die ganzen Fragen, die uns umtreiben. Genau. Und die Literatur uns da vielleicht schon auch, oder die Gespräche eben, der Austausch sehr weiterhelfen können. Wobei, glaube ich, eben als Autorin ich mich nicht befugt fühle, Antworten zu geben, sondern mehr eben diese Fragen zu stellen. Also ich glaube, dass es auch in der Science-Fiction oder in der Dystopie häufig hauptsächlich darum geht,
irgendwie den Status quo irgendwie zu thematisieren oder anzuzweifeln oder zu kritisieren und Fragen zu stellen und nicht so sehr jetzt konkrete Antworten zu geben. Das wäre wahrscheinlich mehr die Aufgabe der Utopie dann, wo man sich eine Welt ausmalt, die perfekt funktioniert. Aber da bin ich auch nicht schlau genug dafür. Also ich habe immer das Gefühl, man findet dann eine Lösung und dann merkt man, die ist auch schädlich. Also zum Beispiel, ein Beispiel ist die Jute-Tasche. Alle haben angefangen, Jute-Taschen zu benutzen, weil die Plastiktüten irgendwie so schädlich sind. Und dann stellt sich raus, die Jute-Tasche ist eine viel größere Umweltbelastung als die Plastiktaschen. Da denkt man, also es ist manchmal sehr schwierig, auf so einer individuellen Ebene Antworten zu finden. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist. Und das war, glaube ich, die Ausgangsfrage. Natürlich ist es möglich, den Weg zu ändern und unseren Planeten nicht komplett zu ruinieren. Also ich glaube, wenn ich nicht daran glauben würde und nicht die Hoffnung hätte, würde ich nicht so ein Buch schreiben, weil dann wäre es nicht notwendig. Dann könnte man einfach singend in den Abgrund gehen. Aber natürlich ist es möglich und das zeigt ja auch jetzt zum Beispiel, was das für einen Einfluss hat, wenn wir uns anders verhalten durch den Coronavirus. Das ist jetzt nicht irgendwie besonders schön, dass wir es dadurch sehen mussten, aber es ist schon auch ein Zeichen dafür, dass Änderungen möglich sind. Und auch in Bezug auf digitale Sicherheit, auf Privatsphäre, Schutz der Privatsphäre, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, da die Situation zu ändern. Selbstoptimierung, dieses Thema, das ist auch was, wo wir, glaube ich, einfach dran arbeiten müssen, dass wir uns nicht zu sehr verausgaben und auch noch irgendwie Wert legen auf Fehler, Brüche, Beziehungen, Gefühle, irgendwie so diese Dinge, die so ein bisschen wegrationalisiert werden. Mhm. Dankeschön. Ulla, haben wir noch 2, 3 Fragen? Haben wir noch Zeit? Wir sind genau richtig in der Zeit. Wir sind noch für 2. Ja, genau. Also wir haben jetzt ziemlich viele Fragen, deshalb müssen wir wahrscheinlich jetzt ein bisschen auswählen. Ich denke auch vielleicht noch so ein, zwei, je nachdem. Eine Frage, die sich, glaube ich, ganz gut an diese Globalisierungsthemen anschließt, ist, wie sehen Sie das Interesse von Menschen aus verschiedenen Ländern, sich für ihr erstes Buch, das Studium ihrer Sprache und ihre Kultur zu interessieren? Also vielleicht ein bisschen auch wie reist Literatur von einem Land zum anderen? Wie universell ist es? Oder wie sind die Chancen, da wahrgenommen zu werden vielleicht? Ja, ich bin ja noch so eine Anfängerin, was das Romaneschreiben angeht. Das ist mein erster Roman. Und ich bin eigentlich ganz dankbar, dass ich den Markt noch nicht so ganz verstanden habe. Und das hat auch so ein bisschen, weil ich eben auch schnell immer noch Angst habe, wieder in diese Leistungsschiene reinzugeraten und in diesen Wettbewerbsgedanken. Deswegen im Moment halte ich mich relativ so raus aus diesem Aspekt des Marktes und diesen ganzen Fragen und halte mich auch von den Informationen so ein bisschen fern. Andererseits finde ich gerade die Frage der Übersetzung natürlich wahnsinnig wichtig und wahnsinnig spannend, weil Literatur nur funktioniert, wenn sie weitergetragen wird und wenn sie die Sprachgrenzen auch irgendwie überwinden kann. Und ich habe hier in dieser Residenz, wo ich gerade bin, gibt es eine Übersetzerin, mit der ich mich sehr viel über die Übersetzungsarbeit unterhalten habe. Und das ist einfach Wahnsinn, was da geleistet wird. Das ist so anspruchsvoll, diese Atmosphäre der Sprache und diese ganzen Kleinigkeiten, die da reingearbeitet wurden, in einen ganz anderen Kulturkreis zu übersetzen. Und da gibt es ja auch Inhalte, die dann nicht funktionieren, die man anpassen muss. Also ich finde das faszinierend und ich freue mich riesig, wenn mein Buch sich weiter verbreitet in verschiedenen Sprachformen. Und ich glaube, ich muss wahrscheinlich langsam mal so ein bisschen mehr anfangen, mich dahinter zu klemmen und aktiv zu werden, weil so dieses sich zurückziehen vom Markt vielleicht auch nicht immer, man muss so einen Mittelweg finden, wie bei allem, ne? Also irgendwie so ein Kompromiss irgendwie dazwischen. Aber ich denke schon, dass es auch, also dass das Buch jetzt, weil es eine Dystopie ist und weil es jetzt nicht in einem bestimmten Kulturkreis spielt, auch irgendwie in anderen Kulturkreisen verständlich ist. Und gleichzeitig finde ich es wahnsinnig spannend zu hören, wie anders es vielleicht dann gelesen wird oder was wichtiger wird dann oder weniger wichtig oder was... ja, wo man sich weniger wiederfindet oder weniger identifizieren kann. Also ich würde mich riesig freuen über Rückmeldungen von Lesern, die nicht aus Deutschland, nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Weil ich glaube,
man kann eben, man ist einfach so geprägt von seiner Sprache und von seinem Kulturkreis, selbst wenn man sich viel im Ausland aufhält, sich viel mit Menschen aus dem Ausland unterhält, kann man nie begreifen, kann man es nie ganz begreifen und nie ganz nachvollziehen, in dieser Sprache und in dieser Kultur zu leben. Und umso spannender fände ich es eben zu sehen, wie mein Text und wie meine Figuren sich dann verändern und was sie, ja, was, wie man sie dann versteht oder auch nicht versteht. Ja. Ja, haben wir doch Zeit für eine weitere Frage oder Swantje, was meinst du? Ja, okay. Nämlich gleich zwei Personen haben. Ja, gleich zwei Personen haben gefragt, wie lange sie an dem Buch geschrieben haben und ob man, da sind nämlich auch einige potenzielle oder sogar schon richtige Schriftsteller dabei, die da fragen, klingt so durch, wie, nicht nur wie lange, sondern ob man in einer bestimmten Geisteshaltung sein muss, um anzufangen oder schreiben zu können. Hast du praktisch jeden Tag geschrieben oder erst dann, wenn du Bock drauf hattest? Wie war das? Das sind Fragen, die ich mir täglich selbst stelle. Das ich glaube, da muss man, da ist jeder so individuell. Da geht es auch wieder um dieses blöde Vergleichen. Wenn man anfängt, sich mit anderen zu vergleichen und sich daran zu messen, wie andere arbeiten, dann kann man nur verlieren. Dann fühlt man sich immer irgendwie schlecht und unproduktiv. Deswegen, das verändert sich. Ich hab so Schreibphasen, wo ich sehr viel schreibe und dann habe ich Phasen, wo ich gar nicht schreibe und wo ich lese und irgendwie Dinge aufnehme. Und hinterher merke ich immer, dass die Phasen, in denen ich ganz wenig zu Papier bringe, eigentlich fast die wichtigsten sind, weil da ganz viel passiert, was dann hinterher im Text landet. Wie lange ich an dem Roman geschrieben habe, finde ich ganz schwer zu beantworten, weil das ist ja mein erstes Buch und ich habe das Gefühl, ich trage das eben schon mein halbes Leben mit mir rum. Und ich habe den Schreibprozess selber, der hat 3 Jahre gedauert. Ich habe das in der Schweiz geschrieben. Ich war am Schweizerischen Literaturinstitut. Das ist so ein Studiengang an der Kunsthochschule in Bern, wo man so kreatives Schreiben studieren kann, wie so nach dem amerikanischen Modell. Und das dauert 3 Jahre. Und dann habe ich eben dort angefangen und es dort auch zu Ende gebracht. Und das hat mir so einen ganz guten Zeitrahmen gegeben. Aber ich glaube, dass ich schon davor eben viel über den Stoff nachgedacht habe und die Figuren schon ein bisschen mit mir rumgetragen habe. Okay. Dann gibt es noch auch ein paar Bezüge zu anderen Autoren, beziehungsweise die Frage, also einmal ein Bezug zu Christa Wolf. Sie schrieb über auch das Thema Menschlichkeit, Verlieren der Menschlichkeit durch Perfektionierung im Kapitalismus, unter anderem in ihrem in ihrer Geschichte oder in ihrem Text Selbstversuch. Und die Frage, ja, welche Autoren und Autorinnen Sie besonders beeinflusst haben, außer Philipp K. Dick oder was Ihre Lieblingsautoren sind. Genau, das kam noch mehrfach im Chat vor. Also Frage nach Lieblingsautoren. Jetzt, ich glaube, ich hatte gerade ein Problem mit meiner Internetverbindung. Geht es jetzt? Ja, jetzt ist wieder. Ja. Also die Frage nach Lieblingsautoren und vielleicht auch eine Anschlussfrage: Was ist Ihr nächstes Thema? Okay, also Lieblingsautoren wechseln irgendwie gefühlt täglich, weil ich sehr viel lese und dann immer wieder so tolle neue Sachen entdecke. Oder auch neue, also alte Sachen, die ich noch nicht gelesen hatte. Deswegen finde ich das immer total schwierig zu beantworten. Ich glaube, den Einfluss in der Hochhausspringerin merkt man natürlich von so sogenannten dystopischen Schriftstellern. Und neben Philipp K. Dick gibt es da noch Margaret Atwood, die mich sehr beeindruckt als Autorin, auch wie sie sich in der Welt positioniert. Sie ist ja auch ein sehr politischer Mensch und sie bezieht sich sehr klar auf die Gegenwart und setzt sich sehr klar mit der Gegenwart auseinander. Und das was ich toll finde und wo ich mich auch irgendwie positionieren würde, dass ich so im Austausch stehen möchte mit dem, was um uns herum passiert und irgendwie dieses Medium nutzen, da so meinen Senf dazu zu geben. Deswegen ist das nächste Buch, an dem ich gerade arbeite, eben auch nimmt auch Bezug auf die Gegenwart. Es ist allerdings kein Science-Fiction, es ist ein Gegenwartsroman, ein ganz normaler, der sozusagen in der heutigen Zeit spielt.
Aber ich kann es mir immer nicht verkneifen, so ein bisschen zuzuspitzen. Also es hat so ein bisschen was Satirisches. Ja, daran arbeite ich gerade. Und ansonsten, Christa Wolf finde ich eine sehr spannende Referenz. Das habe ich, das hat noch niemand gesagt, da freue ich mich sehr drüber. ist nicht so offensichtlich halt. Aber ich glaube schon, dass diese, also es gibt schon eine starke Kapitalismuskritik in meinem Buch und das ist schon auch was, womit ich mich viel auseinandersetze. Es ist nicht so, als hätte ich irgendwie jetzt eine wahnsinnig viel bessere Lösung. Wir haben ja irgendwie den Kommunismus schon häufiger ausprobiert und mit jetzt nicht den besten Ergebnissen. Deswegen wäre es schön, wenn wir da irgendwas finden, was besser funktioniert. Aber es gibt ja Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen, die da sehr, sehr viel intelligentere Dinge zu sagen haben, wo ich mich auch, die ich sehr gerne lese und wo ich mich versuche weiterzubilden, was es da für Muster und Modelle gibt. Aber ja, das ist schon, ich finde schon, dass der Kapitalismus, so viele Vorteile er auch hat, eben auch für mich persönlich viele, viele negative Seiten hat in meinem persönlichen Leben, ja. Dann vielleicht noch eine letzte, recht praktische Frage, an die ich aber auch noch ganz kurz was anschließen möchte, nämlich: Möchten Sie das Buch später als Hörbuch für Menschen mit Sehbehinderungen zur Verfügung stellen? Da fällt mir, bevor Sie antworten, kurz ein, dass man an der Stelle gut auf die Online hinweisen könnte. Das ist die digitale Bibliothek des Goethe-Instituts, wo Ihr Buch zur Verfügung ist. Und das kann man sich auch zumindest auf meinem Tablet, ich glaube, es geht auch auf anderen Geräten, sogar vorlesen lassen. Also sozusagen E-Book geht auch in der Regel als Hörbuch. Aber trotzdem die Frage an Sie, ob ein Hörbuch geplant ist oder vielleicht sogar schon existiert. Ich habe es nicht, ich weiß es nicht. Auch das ist ein Stachel in meinem Herzen. Oh. Ich wollte das so gerne, weil ich liebe Hörbücher und ich liebe auch Vorlesungen. Und Sie lesen auch so toll, ne? Also aber das wäre genau optimal. So, wenn man eine anfängt. Danke. Aber leider ist es so, wenn man eben noch keinen Namen hat, ne, so funktioniert der Markt, Kapitalismus lässt grüßen, dann produziert das keiner. Und mein Verlag hat versucht, einen Hörbuchverlag zu finden und ist daran gescheitert. Ja, also vielleicht gibt es noch in der Zukunft irgendwann die Möglichkeit, aber das ist immer, man braucht immer jemanden, der denkt, das lohnt sich. Und in meinem Fall hat bisher noch keiner gedacht, dass es sich lohnt. Oh, ich glaube, das kann sich ganz schnell ändern. Ja, aus dem Chat keine weiteren Fragen mehr. Zumindest hoffe ich, dass ich alles... Das ist so, jetzt haben wir dann noch den Mutterbot aus der Online, der uns das Buch vorliest. Ja, genau. Weiß ich gar nicht, ob man den so noch charakterisieren kann, stimmlich. Aber wäre eine Anregung. Okay, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Julia von Lukadu, dass Sie hier heute vom anderen Ende der Welt mit uns in Südamerika gemeinsam Ihr Buch besprochen haben, dass Sie uns mitgenommen haben in die Welt der Hochhausspringerin. Und jetzt wünschen wir allen einen schönen Nachmittag, Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank von mir auch an alle, die dabei waren. Ich winke nochmal und stelle mir vor, wie Sie zurückwinken.